Du bist mein alter Ego. Das ist ja fast schon die erste Frage. Blixer, du hast die Journalisten mal als einen Irrtum der Evolution bezeichnet. Deshalb erlass es bitte dem Journalisten, Nick Cave zu beschreiben. Und sag mir, wer oder was ist Nick Cave? Nick Cave ist der wahrscheinlich größte Songschreiber dieses Jahrhunderts. Oh. Und doch dazu habe ich das Glück, mit ihm befreundet zu sein. You never told me that before. Ist das nicht das hast du mir noch nie verraten. I had no idea. Das wusste ich ja gar nicht, dass du das von mir hältst. Geht's noch ein bisschen spezifischer, außer größter Songschreiber des 20. Jahrhunderts? No, we'll leave it there. Nein, das lassen wir ruhig dabei. Naja, und darauf beruhen. Würde schon spezifischer gehen, aber. Das sollte das Publikum eigentlich wissen. Was macht Nick Cave genau? Oder was sagt Blixer Bargeld ist das Besondere, das Wichtige an Nick Cave? Warum wünschst du ihm Erfolg? Warum wünschst du ihm Leuten, die diese Platte kaufen? Oder willst du sagen... Nee, ich beobachte das in meinem Monitor. Genau die... Okay. Da ist es. Ja. That's me. Das bin ich. So, jetzt reicht aber auch. The Boatman's Call. Also, Blixer, komm, gib dir Mühe. Mm. Es ist mal so peinlich, wenn man im Fernsehen mehrere Sekunden nachdenken muss. Fernsehen ist dann immer peinlich. Dann entsteht immer so eine lange Pause. Ne? Und darüber muss ich natürlich nachdenken. Mir ist lieber, du denkst lange nach und sagst was Gutes, als du denkst nicht nach und sagst was Belangloses. Gut. I can tell you what I feel about Blixer. Ich kann sagen, was ich von Blixer halte. Zu früh, dann kann er sich nicht konzentrieren. Doch, ich kann mich versuchen, zu konzentrieren. Okay. Wer oder was? I wanna hear it. Ist Blixer Bargeld? To me, Blixer Bargeld. Für mich ist Blixer Bargeld immutable, unwandelbar, godlike, gottähnlich. I mean, he is my tower of strength. Er ist die Stütze meiner Stärke. Ich bin Neurotiker, verwirrt, Paranoiker. Blixer Bargeld ist die Stärke schlechthin. Er hat mich durch viele harte Zeiten geleitet. Jetzt hast du mich aber geschlagen. Jetzt weiß ich nicht, Blixer, wie ich diesen Schachzug irgendwie beantworten soll. Jetzt. Vielleicht versuchen das war ja so eine Petrus-Beschreibung beinahe. Versuchen wir es mit einer kleinen Frage vielleicht mal. Woran bemesst ihr den Wert eurer Arbeit? Entschuldigung, wir sind eigentlich kein Komödiantenteam. Wir sind zwei Musiker und wir sind doch eigentlich hier, um, nicht wahr, um einige Fragen zu beantworten. Herr Doktor. Dr. Bargeld, woran bemesst ihr den... Ich bin nur Dozent, kein Doktor. Dozent Bargeld. Er hat schon an der Dichtungsschule... Maestro Bargeld. Gut. Also... Du hast mal gesagt, ich gebe dir jetzt lauter Zitate, du hast mal gesagt, 95% aller Musik ist Schrott. Scheiße. Oder Scheiße. Gut, das wäre ein Satz, da muss man sagen können, woran bemesse ich das? Wo ist die Trennung zwischen dem einen und dem anderen? Naja, nee, es geht ja noch viel weiter. Ich habe ja auch immer gleich daraufhin gesagt, ich bin dafür sehr dankbar, dass 95% in den schlechten Jahren 95%... Ich glaube nicht, dass die Botschaft von Jesus mit Gut oder Böse zu tun hatte. Wenn man die Aussagen von Christus loslöst von dem ganzen Quatsch drumherum und das trennt von der Kirche, dann ist es bei Christus für mich so, dass es hier um einen Gedankenflug, einen Fantasieflug geht, die Freisetzung der Fantasie geht, dass man die Dinge loslöst vom Gesetz, egal welches Gesetz das sein mag, das Gesetz von Moses oder die gesellschaftlichen Rechte oder die eigenen moralischen Rechte. Er ist die Instanz, durch die man befreit wird. Und das zeigt sich durchweg in meiner Platte. Ich weiß nicht, ob Blixer mit mir einverstanden ist. Nein, ich würde das anders interpretieren. Aber ich höre natürlich jetzt auch immer die deutsche Übersetzung und allein da schon klingt das etwas eigenartig. Ich kenne dich doch besser. Und it suffered. Ja, es leidet etwas unter der deutschen Übersetzung. Wobei es ein hervorragender Dolmetscher ist. Also oh das ja, Problem, Jürgen, ausgezeichnet. Jürgen Steyer, das Problem mag in den Sprachen selber liegen. Trotzdem, wenn Bullshit mit Quatsch übersetzt ist, dann schon nicht ganz richtig. Bullenscheiße ist ja ein völlig geläufiges Wort. Brompton Oratory. My translator's having a...
Was ihr vortragen werdet, ist Brompton Oratory. Gibt es einen Hintergrund, das ist eine Kirche in der Nähe von, oder in London sogar, in der Nähe von der Royal Albert Hall, richtig? Wo die genau ist, weiß ich nicht. Was singst du denn da? Brompton Oratory. Ich sing gar nichts. Du spielst Gitarre drauf. Ich spiele Gitarre. He does. Stimmt. Ich dachte, vielleicht kannst du etwas sagen, was uns das Anhören des Stückes noch etwas erleichtert. About the Brompton Oratory? Ja. Yeah. Über das Stück. The Brompton Oratory is a huge Catholic church. Das ist eine große katholische Kirche in London mit Namen Brompton Oratory. Ich habe den Song geschrieben, als ich in der Kirche gesessen habe. Ich war von einer Frau verlassen worden, habe geistliche Hilfe gesucht und sie erhalten. Und darum geht es in diesem Song. Das Fehlen Gottes und ein geistliches Verlangen. Da das makellos übersetzt war, schlage ich vor zu sagen, vielen Dank für euren Besuch hier, so fragmentarisch die Konversation auch gewesen sein mag. Bitte singt für uns. Ja? Vielen Dank. Nick Cave, Blixer Bargeld.